Gefährlichkeit der Gerüchte. Alles Lob gebührt Allah, Herrn der Welten, dem in seiner würdigen Schrift sagt, O ihr, die ihr glaubt, fürchtet Allah und spricht auf richtige Worte, auf dass er eure Taten segensreich fördere und euch eure Sünden vergebe. Und wer Allah und seinem Gesandten gehorcht, der hat gewiss einen gewaltigen Gewinn erlangt. Ich bezeuge, dass es keinen Gott da außer Allah ohne der Erhaber gibt, und ich bezeuge, dass unser Prophet Muhammad sein anbetender Diener und Gesandter ist. Und nun zum Thema. Mit dem arabischen Wort Riba bezeichnen wir üble Nachrede, leeres und unnützen Gerede und die Verbreitung von Gerüchten. Damit ist gemeint, hinter dem Rücken einer Person seine Schwächen zu verbreiten und schlecht über ihn zu reden. Im Islam wird dies für verboten, also haram und unmoralisch erklärt. Diese schlechte Angewohnheit resultiert aus der Eigenschaft, nach den Fehlern anderer zu suchen und diese zu verbreiten, anstatt seine eigenen Fehler zu sehen. Wenn jemand ermahnt wird, dies zu unterlassen, betont er, nur die Wahrheit zu sagen und verteidigt sich auf diese Weise. Vielleicht stimmt es auch und er lügt wirklich nicht. Wenn er nämlich lügen würde, würde er die betreffende Person verleumden. Die Verleumdung ist jedoch eine dem Mord gleichkommende große Sünde. Aus diesem Grund wird im Koran die üble Nachrede stringent verboten, indem der Erhabene sagt, O ihr, die ihr glaubt, vermeidet möglichst viel Argwohn, denn mancher Argwohn ist Sünde und bespitzelt euch nicht und redet nicht hinter dem Rücken schlecht übereinander. Würde jemand von euch etwa gerne das Fleisch seines toten Bruders essen, ihr würdet es verabscheuen. Und fürchtet Allah, Allah ist fürwahr bereit zu vergeben und barmherzig. Unser Prophet, Allah segne ihn und schenke ihm Wohlergehen, sagt diesbezüglich, üble Nachrede ist schlimmer als Ehebruch. Denn wer Ehebruch begangen hat, bereut und erhält Vergebung von Allah. Aber derjenige, der Schlechtes hinter dem Rücken einer Person verbreitet, kann nur von demjenigen verziehen werden, hinter dessen Rücken diese Gerüchte verbreitet wurden. Verehrte Geschwister, üble Nachrede heißt, verletzende und beleidigende Worte von einer Person zur anderen zu übermitteln. Auch diese Handlung ist gemäß dem Islam schlecht und daher verboten. Im Koran werden solche Menschen wie folgt beschrieben. Der Erhabene sagt, und nimm keine Rücksicht auf verächtliche Schwurmacher, Verleumder, die üble Nachrede verbreiten, auf den, der das Gute verhindert, einem Übertreter, großen Sünder oder auf einem Grobian. Taugensicht dazu, auch wenn er reich an Vermögen und Kinder ist. Solche Menschen haben meistens keine guten Absichten. Ihr Ziel ist es, Feindschaft zwischen den Menschen zu sehen. Deshalb fügen sie den übermittelten Äußerungen auch eigene Worte bei und verdrehen die Absicht dieser Äußerung, indem sie Streit zwischen den Menschen auslösen, begehen sie jedoch eine weitere Sünde. So hat der Gesandte Allahs, Allah segne ihn und schenke ihm Wohlergehen, gesagt, der über der üble Nachrede verbreitet, gelangt nicht ins Paradies. Im Islam ist die Übermittlung von Äußerungen von einer Person zur anderen nur erlaubt, wenn dadurch Frieden zwischen diesen Menschen gestiftet werden kann. Über diese Menschen hat der Prophet Folgendes gesagt. Wer versucht, zwischen den Menschen zu vermitteln und dabei ein Wort von einer Person der anderen übermittelt oder lügt, gilt nicht als Lügner. Liebe Geschwister, von Neid sprechen wir, wenn jemand eine andere Person aufgrund dessen Wohlbefinden, Reichtum oder anderer Gaben beneidet und wünscht, dass ihr diese Gaben genommen werden. Diese Eigenschaft ist eine der schlechtesten Eigenschaften überhaupt und resultiert aus der Vereinigung von Unwissenheit und Habgier. Neid ist verboten.
da sich der Mensch auf diese Weise ungehorsam wird und sich gegen das Ermessen Allahs auflehnt. Unterscheiden davon muss jedoch die Form der Beneidung, bei der jemand die Gaben, die eine andere Person besitzt, auch für sich wünscht. Während der bloße Neid verboten ist, wird die Beneidung in diesem Sinne als Eigenschaft der Gläubigen angesehen. Im Koran wird Neid wie folgt beschrieben: Wenn euch etwas Gutes trifft, empfinden sie es als Übel. Und wenn euch ein Übel trifft, so freuen sie sich darüber. Viele von den Leuten der Schrift möchten euch, nachdem ihr gläubig wurdet, wieder ungläubig machen, aus Neid in ihrem Herzen, obwohl ihnen die Wahrheit inzwischen deutlich geworden. In einem Hadith wiederum heißt es: So wie das Feuer das Holz verbrennt und vernichtet, so macht der Neid auch die guten Taten zunichte. Verehrte Geschwister, diese drei schlechten Eigenschaften, die wir kurz zu erläutern versucht haben, vergriffen nicht nur die Person, die sie besitzt, sondern auch die Gesellschaft, die aus diesem Menschen besteht. Wir Muslime müssen uns von so weit wie nur möglich von diesen Eigenschaften fernhalten. Daher müssen wir uns gegenseitig ermahnen und uns gegenseitig helfen, diese Sünde zu vermeiden, um Frieden zu erlangen. Ich bitte Allah für euch und für mich um Vergebung. Alles Lob gebührt Allah, Herrn der Welten. Geschwister im Islam, der Erhabene sagt: O die ihr glaubt, meidet viel von den Mutmaßungen. Gewiss, manche Mutmaßung ist Sünde und sucht nicht andere auszukundschaften und führt nicht üble Nachrede übereinander. Möchte denn einer von euch gern das Fleisch seines Bruders, wenn er tot sei, essen? Es wäre euch doch zuwider. Fürchtet Allah, gewiss Allah ist treu annehmend und barmherzig. Es wurde überliefert, dass der Allahs Gesandte, Allah segne ihm, schenke ihm wohl ergehen, sagte: Wisst ihr, was üble Nachrede ist? Die Leute sagten: Allah und sein Gesandter wissen es am besten. Er sagte: Es ist, wenn du von deinem Bruder etwas sagst, was er nicht mag. Jemand fragte: Und wenn mein Bruder so ist, wie ich sage? Der Prophet sagte: Wenn er so ist, wie du sagst, dann ist es üble Nachrede. Und wenn er nicht so ist, wie du sagst, dann ist es Verleumdung. Von Abdullah ibn Abbas wird berichtet, dass er sagte: Der Prophet, Allah segne ihn, schenke ihm wohl ergehen, ging an zwei Gräbern vorbei und sagte: Sie werden gebeinigt. Und dabei geht es nicht um etwas, das schwer wäre zu vermeiden. Einer von den beiden pflegte sich während des Urinierens nicht vor dem Urin zu schützen. Und der andere ging herum und verbreitete üble Nachrede über die anderen. Er nahm daraufhin einen frischen Palmenzweig, brach diesen in zwei Stücke und pflanzte auf jedes Grab ein Stück davon. Er wurde gefragt: Warum hast du dies getan, o Gesandter Allahs? Er sagte: Diese mögen ihnen die Beine erleichtern, solange sie noch nicht ausgetrocknet sind. Es wurde überliefert, dass der Gesandte Allahs, Allah segne ihn, schenke ihm wohl ergehen, sagte: Wer seinem Bruder Unrecht hinsichtlich der Verletzung seiner Ehre oder sonst irgendetwas zugefügt hat, der soll schon heute für eine Wiedergutmachung sorgen, ehe der Tag kommt, an dem diese durch Wiedergutmachung mit Dinar und Dirham nicht mehr möglich sein wird. Und an dem von seinen guten Taten so viel abgeschnitten wird, wie sein Unrecht ausmacht. Und wenn ihm keine guten Taten zugeschrieben worden sind, dann wird ersatzweise etwas von dem
Übeltaten seines Gegners genommen und zugunsten des anderen gelegt. Ibn Taymiyyah sagte auch, was die Rechte desjenigen betrifft, dem Unrecht getan wurde, so werden sie von der Reue des Unrechtbegehenden nicht aufgehoben, denn dies ist ein Recht und es gibt diesbezüglich keinen Unterschied zwischen einem Mörder oder anderem Übeltäter. Wenn eine Person ihre Übeltat bereut, so werden die Rechte der geschädigten Person dadurch nicht aufgehoben. Vielmehr ist es Teil ihrer Reue, die Sünde an der geschädigten Person wieder gut zu machen, ihr das Recht, welches man ihr genommen hat, zurückzugeben. Wenn der Übeltäter dem Geschädigten sein Recht nicht im Diesseits zurückgibt, dann wird er es zwangsweise im Jenseits zurückgeben müssen. Der Übeltäter, welcher bereut hat, muss viele Guttaten verrichten, damit diejenigen, welche am jüngsten Tag ihr Recht zurückverlangen, ihn nicht bankrott enden lassen. Und wenn Allah den Geschädigten entschädigen will, dann kann niemand seine Großzügigkeit verhindern. Zum Beispiel, wenn er Sünden vergeben will, die geringer als Schirk sind, wem er will. Deshalb heißt es in dem Hadith über Qasas, für welches Jabir ibn Abdullah ein Monat lang zu Abdullah ibn Unais ritt, um es von seinem Leben zu hören, welches von Imam Ahmad und anderen überliefert wurde und welches Al-Bukhari als Beweis in seinem Sahih verzeichnete. Wenn Yawm al-Qiyam, also wenn der jüngste Tag kommt, wird Allah alle Geschöpfe auf einer einzelnen Ebene versammeln, so dass er an Saga fähig sein wird, alle dazu zu bringen, ihn anzuhören, und der Wächter wird fähig sein, alle zu sehen, dann werde er sie mit einer Stimme rufen, die von Weitem und von Nahem gehört werden wird. Ich bin der König, ich bin der Richter. Keiner der Leute der Hölle wird die Hölle betreten, solange er irgendein Recht an den Leuten des Paradieses übrig hat, bis er es bekommen hat, und keiner der Leute des Paradieses wird das Paradies betreten, wenn er irgendein Recht an den Leuten der Hölle übrig hat, bis er es bekommen hat. Es wird von Abu Sa'id berichtet, wenn die Leute des Paradieses die Brücke überqueren und auf dieser Brücke zwischen dem Paradies und der Hölle stehen werden, dann werden sie ihre Differenzen miteinander regeln. Und nachdem sie gereinigt wurden, wird ihnen die Erlaubnis gegeben, das Paradies zu betreten. Der Erhabene sagt, und führt nicht üble Nachrede übereinander. Da lässt dann eine Übertretung gegen die Ehre der Menschen ist, sagte er danach, möchte denn einer von euch gern das Fleisch seines Bruders, wenn er tot sei, essen? Es wäre euch doch zuwider. Ebenso sollte euch das Lästern zuwider sein. Fürchtet Allah, gewiss, Allah ist treu annehmend und barmherzig. Er befahl ihnen also, die Lästern zu bereuen, weil es eine Ungerechtigkeit ist. Dies kommt zur Anwendung, wenn der Geschädigte über das Lästern erfahren hat, aber wenn er nicht davon erfährt und nichts davon weiß, so gibt es die Meinung, dass eine der Bedingungen der Reue die ist, ihm zu sagen, wohingegen die Mehrheit der Gelehrten besagt, dass es nicht unbedingt notwendig ist, das Opfer in Kenntnis darüber zu setzen. Beide Ansichten wurden von Ahmed überliefert. Aber er sollte Gutes für das Opfer tun, wie indem er für ihn für Bitte macht,
für ihn um Vergebung bittet und das Verrichten guter Taten, zum Beispiel Spenden und so weiter, um ihm den Lohn dafür zu widmen, um die üble Nachrede und den Tratsch, den man über ihn begangen hat, wieder gut zu machen. Nur bei Allah ist Beistand zu suchen und auf ihn ist Verlass. Es gibt weder Macht noch Stärke außer durch ihn. Und Allah weiß es am besten.